Wow, was für ein Cliffhanger war das am Ende des letzten Livestreams mit Civilization 6 mit den Deutschen. Germany Plays Civ 6 hieß es bei uns vor einer Woche. Jetzt geht es weiter am 18. Oktober 20 bis 22 Uhr auf meinem Twitch-TV-Kanal bei Writing Bull. Wir spielen mit dem Kaiser Barbarossa, Friedrich Barbarossa Rotbart. Deutschland spielt die Deutschen, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Wir haben zuerst, sind wir mit ihm losgegangen und haben einen benachbarten Stadtstaat attackiert, angegriffen und erobert. Hier unten ist die Kaiserstadt Aachen. Das war unsere erste Stadt. Dann sind wir rübermarschiert und haben Nanmandol, den nahegelegenen Stadtstaat, eingenommen. Das machen wir Deutschen halt ganz gerne. Dann sind wir rübergezogen in den Osten, zweite Stadt Magdeburg gegründet und dann haben wir vor Augen, dass wir möglichst schnell mit all den vielen Kriegern und Burgenschützen, die wir rausgehauen haben, für unsere kriegerischen Eskapaden hochziehen wollen, quer durch die Wüste, durch diese Dschungel- und Waldgebiete, unwirtliche Urwälder, um dann hier eine Stadt zu gründen, um dieses Eisenvorkommen anzuschließen, das wir wiederum benötigen, um unsere Krieger aufzuleveln, abzugraden zu Schwertkämpfern. Und mit denen wiederum haben wir dann was vor. Wir wollen nämlich der Königin der Skythen heimleuchten. Das ist dieser Dame hier, das ist Tomyris. Eine stolze Frau. Die hat hier ihre Hauptstadt Pokrovka. Bevor wir das allerdings alles in die Tat umsetzen, haben wir gegen Ende des letzten Streams ein Himmelfahrtskommando übernommen. Wir haben uns diesen Speer hier geschnappt und wir haben eine schnelle Kriegserklärung gemacht gegen Tomyris. Der ist hier reingerannt in das feindliche Gebiet, hat sich rapzapp hier einen Siedler geschnappt und mit ein bisschen Glück können wir vielleicht rüberziehen und entweder hier eine Stadt gründen, hier, wo er hier dieses Merkmal auch steht, und mit ganz viel Glück können wir vielleicht sogar hier die Eisenstadt gründen, wer weiß. Die große Frage ist natürlich, überlebt er das überhaupt? Denn er ist umzingelt und nicht unbedingt nur von Handwerkern. Die machen uns vielleicht nicht ganz so viel Sorge, sondern auch von Kriegern. Teilweise sind noch welche im Fog of War versteckt. Dieser feindliche Speer wird ihm versuchen, die Flucht abzuschneiden. Geht das gut? Oder haben wir mit dieser Kriegserklärung zu viel riskiert? Das ist die Frage, die wir auflösen werden, gleich zu Beginn unseres nächsten Livestreams am 18. Oktober ab 20 Uhr auf Twitch TV. Eine andere spannende Frage stellt ihr euch vielleicht als Civ 6 Käufer oder als noch nicht Käufer. Wann geht es eigentlich los? Wann kann ich das Spiel herunterladen? Vorab schon mal auf Steam. Es erscheint ja am 21. Oktober. Gibt es ein Preload? Ab wann wird es den geben? Wenn ich irgendwo einen Key kaufe, wann wird mir dieser Steam-Key zugeschickt? Da habe ich ein paar Vorab-Infos für euch. Allerdings alles unter dem großen Vorbehalt. Es ist noch inoffiziell. Es sind Informationen, die habe ich bekommen, aber es ist noch nicht hundertprozentig sicher, dass es auf jeden Fall so der Fall wird. Nach meinen Infos ist es durchaus wahrscheinlich, dass noch heute Abend, wo dieses Video rauskommt, am 17. Oktober abends der Preload auf Steam beginnt und dass es dann auch möglich sein wird, falls ihr bei GamesPlanet bestellt habt, bei meinem Shop-Partner, euch dann sofort auch den Shop-Key zuschicken zu lassen, den Steam-Key zuschicken zu lassen. Käufer bekommen ihn dann automatisch zugeschickt, spätestens morgen früh dann, um dann den Preload starten zu können, und das volle 3 Tage vorweg, bevor das Spiel wirklich losgeht. Das heißt, irgendwelche Sorgen wie, hoppla, wo habe ich da gekauft, was ist das für ein Keyhändler, schickt er mir überhaupt den Key so rechtzeitig zu, oder ist er vielleicht so undurchsichtig wie viele andere Keyhändler auf dem Weltmarkt, die irgendwo im Ausland sitzen, und man bekommt seinen Steam-Key dann viel später eventuell erst zugeschickt. Wenn überhaupt, die könnt ihr euch bei GamesPlanet abschminken. Seriöser Laden und erneut mein Tipp, Shop-Links findet ihr unter diesem Video. Falls ihr es euch noch nicht geholt habt und euch sicher seid, dass ihr Civ 6 spielen wollt, das ist mein Tipp, GamesPlanet. Und falls ihr die Shop-Links nutzt, die ich da anbiete, unterstützt ihr nebenbei mit der Provision, die ich dafür bekomme, meine Projekte. Auch diesen Livestream hier, Dienstagabend, 18. Oktober ab 20 Uhr. Und zum Schluss des Videos ein Spoiler. Achtung, Mammut-Livestream. Donnerstag, 20. Oktober, 14 bis 20 Uhr. 6 Stunden lang. Piero Parker wird dabei sein, Zakor wird dabei sein, ich werde dabei sein und es wird noch ein Partner dabei sein, auf dessen Twitch TV machen wir das auch. Ein großer Partner, mit dem wir zusammen diesen Mammut-Livestream durchführen. Infos dazu gibt es vermutlich ab dem 18. auf meinem Videokanal. Und auch da hoffe ich natürlich, ganz viele Leute von euch begrüßen zu dürfen zu diesem Mammut-Livestream. Bis bald, wir sehen uns mit Civ 6. Ciao.